Gesellschaft bin ernannt. Ich habe mich schon einmal gewundert, wenn ich dazugekommen bin, mich mit den Kräutern abzugeben. Aber mein Vater selig war halt schon Gärtner und hat Kräutchen gekriegt und hat mich ins Heim gebracht. Und ich habe schon als kleines Büble gewusst, was ein Potentiller ist. Später, als ich auf die Studiere kam, bin ich auf Einsiedeln, da haben wir einen Professor gehabt, der jedes Pflänzchen kennt hat. Wir haben es ausgerupft, haben es gezeigt und er hat uns den Namen gesagt und wir haben es eingelegt ins Herbarium und das Herbarium habe ich jetzt noch. So bin ich dazu gekommen. Als ich hier Pfarrer war, bin ich auf Amden raufgekommen. Dort mal hat es 3 Stunden wie kein Doktor gehabt. Da habe ich mir gesagt, du bist als Pfarrer verpflichtet, für diesen Fall zu sorgen, wo ein Doktor zu spät kommt, wenn er 3 Stunden weit muss herkommen. Für diese Fälle habe ich Kräutchen gesammelt. Und alle Fälle sind vorgekommen und jedes Mal konnte ich helfen. Nachher bin ich hier zu den besten Kräuterbüchern gekommen, aus alter und neuer Zeit, und habe hier studiert und konnte manchmal helfen, wo die Doktor nur zu Gang gekommen sind. Jetzt, als ich in Kanton Graubünden gekommen bin, haben die Doktor eine kolossale Propaganda gemacht für mich. Alle haben sich gesprungen und haben geschrieben und haben gestrabelt und die alle Häuser, Flugblätter hineingeworfen. Sie sollen Nein stimmen, dass sie das Patent nicht bekommen. Die Bauern sind aber nicht auf den Kopf gefallen und haben gedacht, wenn alle Doktor den so hassen, so muss er etwas können. Und haben express Ja gestimmt. Und so haben den Doktor für mich Propaganda gemacht, wie der Teufel am Karfreitag für die Erlösung. Und so habe ich das Patent bekommen. Da geht es jetzt runter ins Kräuterdepot. Da ist das Kräuterdepot. Da sind gerade eine Art von Kräuter, die sind aus dem Wallis gekommen. Das Wallis und Graubünden kommt die grosse Masse. Jetzt schoppen sie einen rein in die Schnittmaschine, wenn die mal viel geschnitten sind. Jetzt kommt sie aus den Geschnittenen raus. Jetzt kommt sie in die Träge rein. Jedem Trag ist ein andere Gattung Kräuter. Die Träge sind alle offen, damit ja kein Kräutchen muffig wird und grau. Das ist Kräuterdehre. Bevor es zu Bielen wären es der. Jetzt werden sie reingeschüttet, oben rein, und jetzt geht die Maschine rum, und jetzt kommt die Bielen raus. Da sind jetzt ein Drückchen Lapidarpillen. Da werden die Kräuter eingepackt. Da sehen wir jetzt noch eine Auswahl unserer Produkte. Vor allem möglichen Kräuter. Wir haben ja mehr als 200 Sorten. Da sehen wir noch etwas von meinen Schriften. Rot und Hochrot. Bilderatlas, Kalender und Salvia.
Prescott bin an Hand. Die Hand ich werd schon weh wohl gewundert, wenn ich dazu komme, wie mit den Kräutern abzugehen. Aber mein Vater selig ist halt schon Gärtner gsi und hat Kräutli gekriegt und hat mich heimgebracht. Und ich habe schon als kleines Büebli gewusst, was ein Potentiller ist. Später, als ich auf die Studiere kam, auf Einsiedeln, haben wir einen Professor gehabt, der jedes Pflänzchen kennt hat. Wir haben es ausgerupft, haben es gezeigt und er hat uns den Namen gesagt und wir haben es eingelegt ins Herbarium. Und das Herbarium habe ich jetzt noch. So bin ich dazu gekommen. Als ich hier gefahren war, bin ich auf Amden raufgekommen. Dort mal hat es 3 Stunden wie kein Doktor gehabt. Da habe ich mir gesagt, du bist als Pfarrer verpflichtet, für diesen Fall zu sorgen, wo ein Doktor zu Sport kommt, wenn er 3 Stunden weit muss herkommen. Für diesen Fall habe ich Rütli gesammelt. Und alle Fälle sind vorgekommen und jedes Mal konnte ich helfen. Nachher bin ich dort zu den besten Kräuterbüchern gekommen, aus alter und neuer Zeit, und habe hier studiert und konnte manchmal helfen, wo die Doktor nur zu Gang gekommen sind. Jetzt, als ich in Kanton Graubünden gekommen bin, haben die Doktor eine kolossale Propaganda gemacht für mich. Alle haben sich gesprungen und haben geschrieben und haben gestrabelt und die alle Häuser, Flugblätter hineingeworfen, sie sollen Nein stimmen, dass sie das Patent nicht bekommen. Die Bauern sind aber nicht auf den Kopf gefallen und haben gedacht, wenn alle Doktor den so hassen, so muss er etwas können. Und haben express ja gestimmt. Und so haben den Doktor für mich Propaganda gemacht, wie der Teufel am Karfreitag für die Erlösung. Und so habe ich das Patent bekommen. Da geht es jetzt runter ins Kräuterdepot. Da ist das Kräuterdepot. Da sind gerade eine Art von Kräuter, die sind aus dem Wallis gekommen. Das Wallis und Graubünden kommt die große Masse. Jetzt schoppen sie einen rein in die Schnittmaschine. Wenn die mal viel geschnitten sind. Jetzt kommt sie aus dem Geschnittenen raus. Jetzt kommt sie in die Träge rein. Jedem Trag ist eine andere Gattung Kräuter. Die Träge sind alle offen, damit ja kein Kräutchen muffig wird und grau. Das ist Kräuterteere. Bevor es zu Bielen wäre, wäre es der. Jetzt wäre es reingeschüttet, oben rein. Und jetzt geht die Maschine rum. Und jetzt kommt die Bielen raus. Da sind andere ein Drückchen lapidar pillen. Da wären Kräuter eingepackt. Da sehen wir jetzt noch eine Auswahl unserer Produkte. Vor allem möglichen Kräuter. Wir haben ja mehr als 200 Sorten. Da sehen wir noch etwas von meinen Schriften. Rot und Hochrot. Bilderatlas, Kalender und Salvia.